Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren sind zwei antike Pyramiden in Ägypten wieder für Touristen geöffnet. Die Knickpyramide des Königs Nofru sowie die nahegelegene Satellitenpyramide seien für Besucher erstmals seit 1965 wieder zugänglich, teilte das Antikenministerium mit. Der zuständige Minister sagte, das Gräberfeld Dahschur ist eine sehr wichtige archäologische Stätte. Mindestens 5 Pyramiden, 3 davon aus der 12. Dynastie von Amenemhat II., Senusret III. Und Amenemhat III. Ägyptische Archäologen entdeckten auch weitere Mumien. Dahschur zählt als Teil der Nekropole Memphis zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Tourismusbranche Ägyptens hat sich von der Revolution von 2011 nur teilweise erholt. Zudem kommt es immer wieder zu Terroranschlägen. Die Regierung bewirbt laufend archäologische Funde, um Touristen und geschichtsinteressierte Besucher ins Land zu locken.